Auto hat sie angefahren. Mio, der Auto. Mio. Sanitäter werden ausgebildet, um Menschenleben zu retten. Dabei haben sie oft wenig Zeit zu reagieren und müssen sich in Sekunden für den richtigen Weg entscheiden. Wir nehmen es oben und, ja. Eins, zwei, drei. Hinsetzen. Schaut, Sie rufen bei der Rettung an und wissen nicht, wo der Patient ist. Das ist nicht sehr klug. Guten Morgen. PKW gegen Fußgänger. Die Rettung ist da. Leon, jetzt ernst. In Wien gibt es bis zu 800 Rettungseinsätze pro Tag. Über 700 Mitarbeiter, Sanitäter, Sanitäterinnen und Notärzte. Und rund 60 Einsatzfahrzeuge sorgen für medizinische Erstversorgung in Österreichs Hauptstadt. Selber in die Flex eingestiegen, ne? Und ohne Polizei fahren wir dann nicht mehr zu. Natürlich übernehmen wir es, das ist unser Job, dazu sind wir da, um Leben zu retten. Also, ich mein. Psychische Belastung und Zeitdruck sind Dinge, mit denen ein Sanitäter fertig werden muss. Im zweiten Eingang rein in das graue Haus, im ersten Stock. Sie macht das Ganze seit meinem 16. Lebensjahr. Also die ersten Einsätze waren Adrenalin pur. Messerstecherei, Schießerei, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir begleiten drei Teams der Wiener Berufsrettung bei ihrer Arbeit. Dabei, wie sie täglich Leben retten. Schauen wir mal, was die Nacht heute bringt. Einsätze der Wiener Berufsrettung haben keine Uhrzeit. Am Tag wie auch in der Nacht verletzen sich Menschen oder werden verletzt. Ein Team der Wiener Berufsrettung ist am Weg zu einem Einsatz am Rande der Stadt. Diagonale Atmung, PKW gegen Fußgänger. Super. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Fußgängerin von einem Auto niedergefahren. Die Polizei ist als Erster vor Ort und befragt Passanten. Wir waren im Lokal und es ist jemand ins Gasthaus gekommen und hat gesagt, es ist wer zusammengeführt worden. Und dann sind wir rausgekommen und haben. Und Sie haben es dann von der Straße runtergezogen? Wir haben es dahergebracht und in die stabile Seitenlage gelegt und sind ausschließlich um die Frau mal gekümmert, dass er die Notfallmaßnahmen nicht macht. Ne? Wer hat alarmiert? Das war der Herr Kirner, hat der Rettung angerufen. Und Polizei Agne, oder? Ja, wir haben die Rettung, ich habe gefragt, haben wir Polizei oder so, das machen wir. Bei einer Alarmierung sorgt die Wiener Rettung dafür, dass alle Einsatzkräfte, die nötig sind, mitalarmiert werden. In diesem Fall wurde auch ein Notarzt alarmiert und zum Unfallort geschickt. Hat ihn wahrscheinlich ordentlich erwischt. Schauen wir mal, was los ist. Ist der Hansa schon da? Der ist noch gar nicht da. So, Leon, jetzt ernst. So, Bett gleich raus. So. Grüß Gott. Lassen Sie mich kurz her. Verständlich. So, grüß Gott, Gefahr. So, was ist denn los? Was ist passiert? Sehr was? Grüß Sie. So. Okay. Wir müssen jetzt so ein bisschen schauen. So, wo tut Ihnen denn was weh? Unten. Tut Ihnen herum auch irgendwas weh? Nein. Ganz ruhig liegen bleiben, ja? So, ich muss mal ein bisschen her. Wo tut was weh? Da? Weiter unten, sagt's. Weiter unten. Da, ja. Zwei Minuten später treffen ein weiteres Rettungsauto und auch der Notarzt der Wiener Berufsrettung ein. Der Zustand der Frau ist noch unklar. Ihre Ansprechbarkeit ist keineswegs ein Garant dafür, dass ihr nicht allzu viel fehlt. Wichtig ist es jetzt, die Patientin möglichst rasch in den Einsatzwagen zu bekommen. Ja, wir helfen Ihnen. Super. Jetzt, ja. Bringen Sie gerne ins warme Auto. Ja. Passt. Servus, Herbert. Grüß dich. So, also, vom PKW wird dann Schaufeln, Vakuum, Auto und dann schauen wir es an, okay? Sie ist ansprechbar. Aber ich denke, am Unterschenkel ist irgendwas. Ganz ruhig im Kopf. Am rechten. Okay, und das schauen wir uns erst an. Lassen, ja. Okay. Geht's mit Steve Nix wieder helfen? Ja, kurz. Ich komme unter der Kapuze nicht durch. Also, ja, so, du musst mich herlassen. Ja. Da unten hast du das Bandel. Was kommt durch? Hüftenbrauch. Nein, wo bist du? Da. Franzi, bleibst mal du beim Fuß, bitte. Aufpassen jetzt am linken Stalli. Das ist der Verletzte.
So, pass auf. Gernsl, so liegt es eh schön. Warte kurz. Da liegt es eh schön. Drunter. Da liegt noch unter dem Kopf. Ja, wir halten. Decken kannst du die weggeben. Okay. Ja. Wegen einem Einfädeln. Super machen Sie das. Wenige Stunden zuvor haben Ernstl, Bibi und Alexander ihren heutigen 24-Stunden-Dienst bei der Wiener Berufsrettung angetreten. Zu Beginn des Dienstes hat jeder seine Aufgaben. Alexander ist als Einsatzlenker für die Funktionstüchtigkeit des RTW, des Rettungstransportwagens, zuständig. Während Bibi und Transportführer Ernstl sich um das medizinische Equipment kümmern. Na, grüezi Gott, ich glaube, die haben was gearbeitet heute Nacht. Das Licht geht. Bitte um Licht, Kollege. Danke. Wird schon. Schön langsam. Wird das Licht. Schau her, Bibi. Das da legen wir uns immer da eins unter, dass wir immer so einen Unterlag griffbereit haben, gell? Okay. Ja, ich denke schon, dass ich die meisten Dienstjahre von alle habe. Ich habe auch schon ein bisschen was gesehen und ein bisschen was gearbeitet. Und ja, habe jetzt die Bibi aufs Auto gekriegt. Zwar nicht immer, aber doch vertretungsweise. Und ja, ich werde mir jetzt dann ein Bild machen, wie sie ist. Aber ich denke, sie was ich meine, hört sich ein bisschen um vorher. Nicht? Ich denke, sie ist ganz brav und mag den Job auch. Und ich sage dann immer, wenn sie das macht, was ich ihr sage, wird es alles gut sein. Ernstl hat schon zahlreiche Dienstjahre bei der Wiener Berufsrettung hinter sich. Inzwischen trägt er den Dienstgrad eines Notfallsanitäters mit dem Zusatz NKI, also der Berechtigung zum Intubieren der Patienten. Als Rettungssanitäterin mit an Bord ist Bibi, die erst seit 3 Jahren Einsätze bei der Wiener Berufsrettung mitfährt. Benutzertest. So, okay. So, Benutzertest haben wir. Der ist ganz wichtig, ist der Defibrillator. Mit dem können wir EKG-Schein, Blutdruck messen und als Wichtigstes defibrillieren. Beim Patienten, der es braucht. Und das ist unser wichtigstes Equipment, das wir haben. Funktioniert. Unsere Beatmungsmaschine funktioniert. Da haben wir einen Test gemacht. Der Sauger funktioniert. Das ist einmal das Grundequipment. Und dann schauen wir, ob wir genug Sauerstoff mit haben. Hast du schon geschaut? Mhm. Müssen wir austauschen. Okay, Sauerstoff müssen wir tauschen. Wir schauen immer, dass wir am Dienstbeginn in der Früh volle Sauerstoffflaschen haben. Man weiß nicht, was kommt. Und Sauerstoff ist wichtig für gewisse Patienten. Ja, die werden wir jetzt noch tauschen. Die Bibi kümmert sich, da werden wir den Rest. Ampullen, Verbandstoffe und. Alles, was in dem Auto kontrolliert wird, dass wir, wenn wir ausfahren, ganz einfach komplett sind und dass alles funktioniert. Also Sauerstoff und Akku-Check einmal, ja? Ja. Okay. Und ein Flächendesinfektionsmittel braucht man auch, bitte. Und dann werden wir auch mitnehmen. Oder schicken wir gleich Alex. Alex, der Rettungssanitäter, ist der Einsatzlenker des Teams und unterstützt darüber hinaus Ernstl und Bibi mit wichtigen Tätigkeiten. Während er sich um eine volle Flasche Sauerstoff kümmert, können Bibi und Ernstl verbrauchte Medikamente wieder auffüllen. Ich habe meine Einkaufsliste geschrieben. Du bist brav, da kommt. Ja. 3x Ringer plus Besteck. Na sehr, also Brinschel oder so. Mit der Jeder hat seine Aufgaben. Die Bibi und der Ernst sind zuständig fürs Material hinten. Und ich bin halt zuständig fürs Auto, dass alles passt. Flüssigkeiten, das Öl. Es hat doch eine vorgegebene Bestückung. Und das rüsten wir jetzt wieder auf, dass das genau nach dem Plan wieder voll ist. Aber nicht nur Medikamente, Versorgungsmaterial und der Motor wird kontrolliert. Auch das Blaulicht wird einem Test unterzogen. Es ist anzunehmen, dass es heute des Öfteren eingesetzt werden wird. Zum Berufungsort hin fahren wir immer mit Blaulicht, weil du ja nicht weißt, was du erwarten soll oder kann. Und ins Krankenhaus dann entscheidet der Transportführer, sprich der Ernstl. Ob mit Blaulicht? Ob mit Blaulicht oder ohne Blaulicht, ja. Und Folgebrummhorn und Sirenen und so? Ja, bei Bedarf. Wenn man merkt, dass die Leute es nicht merken, dass man hinter ihnen nachfährt. Und wenn man in eine Kreuzung reinfährt, bei einer roten Kreuzung, also roten Ampel. Was ich auf jeden Fall brauche, Bibi, ist fahren. 2 grüne, wenn flaum. Wer weiß, habe ich genug. 2 grüne. Grüne bitte, wenn du zu lieb bist. Ich check das immer vorher ein bisschen an. Ja, ich bin zwar nett und freundlich zu einer, das gehört so, ja, das muss man so machen. Und ich check das vorher auch ganz einfach. Bei den ersten 2, 3 Einsätze sieht man eh, wer will nicht oder wer kann nicht. Und wenn es nicht kann, dann bin ich gern bereit, mich unter die Arme zu greifen. Und wer soll natürlich bei den Patienten viel machen lassen, ja, wer Blutdruck messen lassen, wer Zucker messen lassen. Nur die Routine macht es, die Praxis macht es. Und ich glaube, die meisten sind da recht dankbar und nehmen das dankbar an. Wenn was ist, werde ich es hier sagen. Und
Ja, ansonsten werden wir das schon schaukeln. So, wir machen jetzt aus diesen zwei Taschen da ein komplettes Geburtenpaket. Ja, dass, wenn wir Hebammen spülen, dass wir ordentlich ausgerüstet sind. Ja, in eins werden wir geben Schürzen und Unterlagen. Ja, ja. Und die Handschuhe. Und ins andere gebe ich mir den Rest, das kleine Equipment, Skalpell, Absauger fürs Baby, Nabelschnurklemmen, jede Menge Babydecken aus Alu und einen kleinen Beatmungsbeutel mit zwei Masken fürs Baby. Das heißt, wenn wir jetzt dann in die Wohnung gingen, nehmen wir beide Backeln mit, prophylaktisch. Ja. Man weiß nie, was sie in der Wohnung erwartet. Wie viele Geburten hast du gehabt? Ich habe 6 Geburten gehabt in meinen doch einigen Jährchen mittlerweile. Sind zum Glück alle gut ausgegangen. Natürlich, man macht es auch nicht jeden Tag, man ist ja keine klärende Hebamme. Aber es ist immer wieder ein Erlebnis. Und was ich mir natürlich nie wünsche, dass Kinder die Steißlage, dass sie irgendwas haben, dass du sowas einmal hast. Nicht? Meines Wissens, ein Kollege von uns hat auch so ein Kind schon im Bund in der Wohnung. Aber da Abstand nehmen davon. Das ist wirklich dann Sache der Hebammen, die das aus dem FF kennen. Nicht? Aber ansonsten normale Geburten, kein Problem. Ist das ein schöner Einsatz, sowas? Ja, absolut. Absoluter schöner Einsatz. Wenn mein Kind alles in Ordnung ist, legt man es der Mama am Bauch und fährt dann ins Spital mit ihr und mit dem Kind und ist ganz okay. Alex, bitte sei so lieb. Schau noch, wo unser Diensthandy ist. Dann bitte einsatzbereit machen und Kaffee trinken. Aus dem Kaffee trinken wird aber nichts. Nur wenige Minuten später sind die drei Sanitäter schon wieder unterwegs. Diesmal im 3. Bezirk. Ein Mann ist gestürzt. Passanten haben die Rettung alarmiert. Was ist los? Was ist passiert? Schwindelig geworden? Ja. Kollabiert bist. So, wir nehmen ihn einmal ins Auto zu uns, ja? Schauen wir uns alles an. Okay? Okay. Gerade in der kalten Jahreszeit sind Einsätze für Obdachlose an der Tagesordnung. In Wien kümmern sich soziale Einrichtungen jährlich um rund 8000 Obdachlose. Es ist aber zu befürchten, dass wesentlich mehr Menschen keine fixe Bleibe haben. Aber eher schöne warme Jacken, gell? Ja, sicher. Das ist ja gut. Wohnen Sie auf der Straße? Ja, leider. Na, da braucht man die Jacken, gell? Ich weiß nicht, wo ich schlafen kann halt. Was soll ich denn noch weiter sagen? Ja. Neben der psychischen Notlage gehen bei diesen Menschen Krankheit und manchmal auch Tod einher. Tuberkulose oder irgendwas? Ist irgendwas bekannt? Infektionskrankheiten, Hepatitis, irgendwas? Nix. Nein, nicht wirklich. HIV? Nix. Okay, bitte, Kollegin macht jetzt einen Blutdruck. Und dann werde ich mir mal die Lunge anhören, ja? Weil das hört sich nicht gut an. Einen Finger kriege ich, einen halbwegs sauber. Gib mir bitte einen nassen Tupfer vorher. Ja. Was hast du denn da gemacht? Aufgehaut? Teilweise. Ordentlich. So, den gib mir da her. Sonst kann unser Gerät nicht messen. Das gefällt mir aber nicht da, gell? Sie sind entzunden, junger ja, Mann. Nicht, ja. Na, das denke ich mir. Ja, wunderbar. Alles klar. Weil Ernstl hinter dem schweren Atmen des Patienten mehr vermutet, will er sich dessen Lungengeräusche noch genauer anhören. Na, Bronchitis haben wir schon. Hepatitis? Bronchitis. Was ist Bronchitis? Ein Husten. Ach so, das weiß ich. Patient mit einer vermutlichen Bronchitis, dürfte Infekt sein. Weiß ich aber nicht, ob da Stäbchen oder was stäbchenförmige Keime sind. Muss man ausschauen lassen mit einem Lungenröntgen. Ich denke mal, dass er Antibiotika brauchen wird. Da er auf der Straße lebt, lassen wir ihm das jetzt schon zukommen, dass man auf die interne Ambulanz bringen, dass die ein Röntgen machen können, und um eine Lungenentzündung auszuschließen. Fiebern tut er nicht. Ja, lassen wir anschauen, ganz einfach. Versichert sind sie auch nicht, gell? Na, no, leider. Hm. Familienstand ledig? Geschieden? Ja. Verheiratet? Nein, no, noch nicht. Ledig. Noch nicht die richtige gefunden, gell? Nein, no, die hat mich nicht gefunden. Ja, Patient lebt bei uns ohne Unterstand, ist nicht versichert, hat dadurch auch natürlich keine E-Card. Das heißt, ja. Alles gut. Wir haben kein Problem damit, gell? Ach so, wenn Sie kein Problem haben. Du hast auch keins damit, nicht? Sie haben auch keines damit. Oder sagen wir per du?
Sag mal du. Ich heiße. Ich bin der Ernst. Freut mich sehr. Servus. Ja, werden wir ins Spital fahren? Ja, bitte. Ja, bitte. Wunderbar. Auch wenn man als Sanitäter der Wiener Berufsrettung allerhand zu sehen bekommt, seine Gedanken macht sich Arnstl zu den meisten seiner Patienten. Ja, armer Hund eigentlich. Ne? Von der Art Herrschaften gibt es natürlich sehr viel bei uns, die keinen Unterstand haben. Nicht? Im Sommer haben sie alle miteinander kein Problem damit. Nur jetzt im Winter wird es haarig. Nicht? Und wenn du dann in der Nacht nicht weißt, wo es hingehen soll, ist, nicht? Und dann wird es schon sehr kalt, war nicht der Erste, der erfriert. Nicht? Und er dürfte jetzt offensichtlich doch einen Infekt in der Lunge haben. Und wenn man das nicht behandelt, nicht, dann wird er ein Problem kriegen. Dann wird er eine Lungenentzündung kriegen und dann irgendwann kehrt er ins Spital und braucht Medikamente und sonst nichts. Und sind wir froh, dass es bei uns doch so soziale Umstände noch gibt, dass man auch diesen Leuten hilft. Ja, in anderen Ländern, da gibt es sowas nicht. Ne? Also da kriegst du gar nichts. Aber in Österreich wird halt auch für die Leute gesorgt und irgendwo schon ganz okay. Ne? Wie nach jedem Patienten wird der Einsatzwagen und vor allem die Transportliege wieder gesäubert. Diese nicht immer feinste Aufgabe übernimmt Alex. So, komm mal zu mir da. Super. Ja, passt, alles gut. Es ja, gibt da sicher genug Sachen, wo man sich ekelt. Aber ja, bei mir gehört da schon viel dazu. So Gerüche wie eben das, sowas kann ich ignorieren. So sterbe ich mittlerweile gar nicht mehr. Nicht nur Arnstl, Bibi und Alex, sondern auch andere Teams haben ihren Dienst zeitig in der Früh angetreten. In der Rettungsstation in Favoriten macht ein weiteres sein Fahrzeug einsatzbereit. Unser Funk- bzw. Rufname ist Favoriten 1. Wir sind stationiert in der Grenzacker Straße im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und ich bin für das komplette Fahrzeug verantwortlich. Thomas ist seit 23 Jahren bei der Wiener Berufsrettung. Er wie auch Wolfgang und Gregor haben den Wunsch, einmal Sanitäter zu werden, schon früh gehabt. Sind die Kinder doch eher so, dass sie mehr zur Polizei oder zur Feuerwehr wollen? Ich war immer einer, der mehr zur Rettung wollte. Und das ist halt eine Mischung zwischen Action, dass man im Team arbeitet, ne? Nicht immer allein. Und, ja. Und dass man, wie gesagt, halt nicht eingesperrt ist und immer unterwegs ist. In der Bewegung. Wolfgang ist schon seit vielen Jahren bei der Wiener Berufsrettung. Sein Dienstgrad Notfallsanitäter NKI. Ihm zur Seite steht Gregor als Rettungssanitäter. Wir machen die Artikel gern. Es ist jedes Mal etwas anderes. Es ist nicht jedes Mal das gleiche Schema, wie wenn ich in einem Büro sitze und jedes Mal mit irgendeinem Akt woanders hierhin. Bei Dienstantritt müssen die Dienstnummern der Sanitäter in den Bordcomputer eingegeben werden. Wenn wir das wegschicken, kommen wir über die Meldung, dass es schon alles erhalten hat. Dann steht, Besatzung wurde erfolgreich angemeldet und aktualisiert. Das heißt, dass dieser Wagen ab sofort in Dienst ist. Arnstl, Bibi und Alex haben inzwischen einen weiteren Einsatz angenommen. Es ist früher Vormittag und es ist schon ihre dritte Ausfahrt. Ja, eigentlich ist es ein Tag wie jeder andere. Es gibt Tage, da ist es ein bisschen ruhiger, dann gibt es wieder Tage, da ist mehr los. Man kann das nicht auf den Wochentag bestimmen, man kann das nicht aufs Jahr bestimmen, aufs Monat bestimmen. Einmal ist mehr, einmal ist weniger und man weiß nicht warum. Wir haben jetzt den Einsatz bekommen, Abnahmeatmung auf der Straße. 45 Jahre männlich, was genau, ja, wissen wir halt jetzt wieder mal nicht. Es ist halt immer so ein Ratespiel bei uns. Wir haben zwar unsere Einsatzcode mit der Abfrage, aber was dann wirklich ist, ist halt dann immer das Problem. Der Ort der Berufung ist der Volkertmarkt im 2. Wiener Gemeindebezirk. Der Patient hat nicht selbst angerufen, soll aber laut Einsatzcode auf der Straße vor dem Haus Nummer 2 stehen. Doch dort ist niemand zu finden. Die Sanitäter schauen wirklich in alle Richtungen. Schau mal da. Hallo? Hallo, da spricht die Rettung. Sie haben bei uns angerufen. So, wo ist unser Patient? Na, da stehe ich jetzt gerade und da steht niemand. Wo sind Sie? Im 19. Okay.
Und wer ist das, Ihr Vater oder was? Wo arbeitet er? Okay, dann rufen Sie Ihre Mutter an und ich rufe noch einmal an, ja? Danke. Aber das stellen wir einmal zu. Das glaubst du ja alles nicht. Was los? Da rufen Leute aus dem 19. Bezirk, gell? Dass da auf der Gassen der Vater steht. Sie weiß aber nicht genau. Sie ruft jetzt die Mama nochmal an und ich rufe dann sie nochmal an, dass man die Mama dann sagen kann, wo der Papa steht, nicht? Und auf uns Wort. Irgendwie sehr suspekt, das Ganze. Allzu lange untätig rumzustehen, liegt nicht im Blute eines Sanitäters. Alex fragt in der nahegelegenen Apotheke nach, aber niemand hat etwas gehört oder gesehen. Immer ein ungutes Gefühl, wenn es um Leben und Tod gehen könnte. Arnstl ruft nochmals bei der Tochter des Patienten an. So, bitte, wo ist der Vater? Was heißt im Gebäude? Das Gebäude hat drei Stockwerke. Ja, gibt's da, wo, ist er in einer Wohnung oder wo ist er? Ich kann jetzt nicht alle. Doch, er kann. Na gut, wir gehen einmal reinschauen. Okay, wieder an. Hallo? Rettung! Wenn wir da oben ankommen, habe ich eine Atmung. Hallo? Bin ich vom Sicherheitsbüro oder was? Hallo? Grüß Gott, haben Sie die Rettung gerufen? Haben Sie nicht gerufen? Gut, wäre nur eine Frage, wir wissen nämlich nicht, welche Türe. Grüß Gott, haben Sie die Rettung gerufen? Entschuldigen Sie die Störung. So, jetzt spricht nochmal die Rettung. Ich habe jetzt das ganze Haus durchsucht, da ist niemand. Volkertplatz Nummer 2. Ja, da ist niemand, wir waren im ganzen Haus. Bis im dritten Stock oben.